gäbe es Geileres, als um 4 Uhr in der Früh aufzustehen und einfach mal zu sagen, hey, lass uns doch mal einen Sonnenaufgang am Silbenstein begutachten. Und da sind wir unterwegs, zusammen mit Max auf seiner BMW 1200 AGS. Und wir fahren jetzt einfach mal zum Silbenstein über die Autobahn nach Holzkirchen und gucken mal, was uns das erwartet. Ich habe Kamera dabei, Stativ dabei, bin voll ausgerüstet. Voll Hype, dass es geil wird, weil gestern hat es geregnet, das heißt, heute haben wir keine Wolken am Himmel, theoretisch, ich sehe es ja gerade leider nicht. Also das Silbensteintal ist ja eh so ein schön romantisches Tal, mal gucken, ob man da irgendwas entdeckt und einen geilen Moment hat. Wir sehen uns gleich wieder kurz vor Bad Tölz oder dann am Silbenstein, mal gucken, wo wir rauskommen. So, es ist 4.36 Uhr und wir sind jetzt in Bad Tölz. Wir fahren jetzt von hier über die Schnellstraße. Man sieht es schon so ganz leicht am Horizont, also das ist quasi jetzt die Sonnenaufgang Richtung hinter uns. Wir fahren jetzt quasi Richtung Westen, Südwesten. Sieht man schon, dass es so leicht heller wird. Und mal gucken, wie lange wir jetzt noch zum Silbenstein brauchen. So, wir sind jetzt am Silbensteinspeicher angekommen. Es ist jetzt ungefähr 5.20 Uhr, 5.30 Uhr und wir warten gespannt darauf, ob in dem Tal, vorne sieht man gleich ein bisschen links, ein bisschen den gelben See und den Himmel, dass da ein bisschen jetzt gleich die Sonne durchstrahlt. Wir sind gespannt. So, es ist inzwischen ungefähr genau 6 Uhr und wie ihr seht, kommt jetzt die erwartete Sonne raus. Das heißt, man kann also viel später eigentlich losfahren und kriegt jetzt noch dieses coole Panorama mit. Man sieht schon auch dann in den Wolken, dass sich das jetzt so ein bisschen so aneignet, auch mit den Sonnenstrahlen, wie man sich's vorstellt. Also 6 Uhr am Silbenstein. Internet hat gemeint 5.40 Uhr, also so gut 20 Minuten später. Und dann braucht man nicht ganz so früh losfahren. Ja, so sieht's also dann aus. Am Silbenstein um 6.20 Uhr ungefähr, wenn die Sonne aufgeht. Ziemlich cool. Und ich mache jetzt noch kurz ein paar Fotos. Hier haben wir auch einen ganz schicken Nebel im Tal. Und dann packe ich es wieder. Bilder könnt ihr auf Instagram und auf meiner Website sehen. I didn't think we could fall in love. Broken from the star, chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you. Ich fahre jetzt wieder heim und es hat sich auf jeden Fall gelohnt herzukommen. Es ist jetzt kurz vor 7 und man kann dazu sagen, also von 5.50 Uhr bis 6.20 Uhr war jetzt heute die goldene Stunde, wenn man es so beschreiben will. Thank you.